Moin Moin, mein Name ist Ilka Biedermann, ich bin VK-Leiterin bei ArcelorMittal Bremen und wir sind hier auf der Vertrauensleute-Konferenz in Willingen. Ich nehme euch die nächsten 3 Tage mit und jetzt melde ich mich erstmal an. Den ersten Teil der Konferenz haben wir geschafft. Wir wurden begrüßt, wir haben das Präsidium gewählt und vor allen Dingen, und das war der spannendste Teil bisher, haben die 7 Bezirke etwas zu ihrer Vertrauensleutearbeit der letzten 4 Jahre gesagt. Und was soll ich sagen? Es war ein ganz buntes Bild von Berichten. Die Bezirke haben alle ganz unterschiedlich gearbeitet mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt ganz aktiv zum Thema Atomenergie beziehungsweise natürlich dem Kampf dagegen. Der Bezirk Bayern, der tolle Erfolge offensichtlich erzielt hat bei der Betriebserschließung, überall neue Vertrauensleute und Gremien zu installieren. In Baden-Württemberg gab es eine einwöchige Mahnwache vor einer Bank, wo es um Kreditgeber ging, beziehungsweise keine Kredite leider zur Verfügung gestellt wurden. Also alles in allem wirklich ein wunderbarer Bericht. Ich bin total beeindruckt, sehr vielfältig. Der Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen hat hier mit Abstand den lustigsten Bericht gehalten. Mit ihrer Jugend zusammen haben sie ja noch ein bisschen Comedy, hätte ich beinahe gesagt, also einen lustigen Beitrag auf der Bühne gebracht und nochmal deutlich gemacht, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Jugend auch ist und wie wichtig es ist, sich um die Perspektiven zu kümmern. Haben da tolle Erfolge auch mit der Kampagne Operation Übernahme eingefahren. Und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen stolz zu hören, was wir als IG Metall die letzten 4 Jahre geschafft haben. Aber jetzt vor allen Dingen kommt unser erster Vorsitzender Berthold Huber, der jetzt auch noch mal seinerseits einen Rückblick und einen Ausblick geben wird. Den zweiten Teil vom heutigen Tag haben wir geschafft. Die Diskussion und Aussprache mit Berthold Huber hat stattgefunden. Berthold Huber hat ganz viele wichtige Sachen gesagt, würde ich sagen. Besonders gut gefallen haben mir seine Statements zu uns Vertrauensleuten, nämlich mit der Aussage, dass wir der Schlüssel zum Erfolg in den Betrieben sind. Er hat viele wichtige Dinge im Zusammenhang mit Europa gesagt und der Zusammenarbeit und der Situation im Süden Europas auch eine wichtige Geschichte für uns. Und was ich besonders spannend fand, nochmal den Teil zu der Frage Wertigkeit von der Arbeit und wie wir sie eigentlich wieder in Wertigkeit kriegen. Die Aussprache dazu fand ich auch gut. Berthold hat sich viel Zeit genommen, nochmal allen Rednern auch eine persönliche Antwort zu geben, die ja schon, denke ich, auch bei allen gut angekommen sind. Und jetzt ist es so, dass wir alle Feierabend gemacht haben. Hinter mir läuft schon das Abendprogramm. Viele haben sich jetzt auch schon in andere ruhige Ecken verzogen. Ich selber freue mich auch auf den Feierabend und den werde ich jetzt genießen. Ich sage Tschüss, wir sehen uns morgen.